Hakenkreuzen. Offen zeigen sie damit ihre Gesinnung. Er kennt die rechten Schläger seit Jahren. Thomas Hafke, Leiter des Bremer Fanprojekts. Immer wieder sind sie auch im Weserstadion aufgetaucht. Das sind Nazis, die aber auch als Hooligans hier in Bremen aktiv sind. Angefangen mit den Bedrohungen haben sie natürlich ein Klima der Angst geschaffen und haben dann auch entsprechend versucht, eben die Fans, die sich gegen Rassismus engagiert haben, mundtot zu machen. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm dabei ein Überfall auf Werder-Fans. Auf Fans, die gerade in diesem Saal des Stadions feiern. Dann gehen hier die Türen auf und es kommt eine Gruppe von Nazis und Hooligans hier in den Raum reingestürmt und bedroht die Menschen, die hier feiern. Die gehen auf Leute los, schlagen die zusammen. Wir haben zwei Schwerverletzte gehabt. Es fliegen hier Tische und Stühle durch die Gegend. Der Überfall im Ostkurvensaal des Weserstadions. Mit dabei die Hooligans mit dem Hakenkreuz. Sie wurden wegen des Angriffs zu Geldstrafen verurteilt. Auch danach schlagen rechtsextreme Fußballfans wie diese immer wieder zu, außerhalb und innerhalb des Stadions. Das Problem von Rechtsextremismus im Stadion ist ein ständiges Problem, das immer mal wieder aufflackern kann. Und im Moment erleben wir diese Auffälligkeiten sehr stark. Der Fußballverein schafft noch mal so dieses Dach. Wir sind alle Werder Bremen, wir sind alle Borussia Dortmund. Und darunter, unter diesem Schutzmantel, können sich Neonazis treffen mit Leuten, die noch nicht so richtig Neonazis sind. Neonazis beim Fußball? Braunschweig vor 2 Wochen. Heimspiel der Eintracht. Aufnahmen aus dem Umfeld des Stadions. Ganz offen werden hier Kleidungsstücke der Marke Thor Steiner getragen. Besonders beliebt bei Rechtsextremen. Niemand scheint sich daran zu stören. Bei unseren Recherchen fällt uns auf, schon seit Jahren stellen Braunschweiger Hooligans ihre Gesinnung im Internet zur Schau. Rechtsextreme Eintracht-Fans, was sagt der Verein dazu? In ganz Braunschweig gibt es um die 20 bis 25 Personen, die einem rechten, teilweise extremen Spektrum zuzuordnen sind. Die sind aber nicht alle im Stadion, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Die suchen natürlich ein Stück weit die Nähe auch zu Personengruppen, die sich im Stadion aufhalten. Aber wir lehnen diese Gruppen ganz klar ab und das haben wir auch schon immer getan. Das erleben diese Eintracht-Fans ganz anders. Sie fühlen sich vom Verein im Stich gelassen. Immer wieder werden sie von rechten Hooligans angegriffen, wollen unerkannt bleiben. Im Stadion sieht das halt so aus, wenn sich jemand gegen die wehrt, dann melden die sich zu Wort und dann gibt es Gewaltandrohung. Wenn Leute von uns sich in öffentlichen Verkehrsmitteln oder der Innenstadt aufhalten und eine Gruppe rechter Hooligans gerade in der Nähe ist und die Notiz von dieser Person nehmen, dann ist es halt in der Vergangenheit auf jeden Fall passiert, dass die Leute sich eine gefangen haben, dass Flaschen geflogen sind oder dass die Leute halt eingeschüchtert werden. Der Höhepunkt der Angriffe vor 2 Monaten. Nach der Veröffentlichung einer Broschüre, in der die Aktivitäten rechter Eintracht-Hooligans penibel dokumentiert werden. Die Reaktion folgte am nächsten Spieltag im Stadion. Wir wurden sofort von Leuten, die da am Südkurveneingang standen, angepöbelt. Uns wurden Morddrohungen ausgeliefert. Eine Person hat uns hinterhergerufen, ihr kommt hier nicht lebend raus. Und nach dem Spiel ist es dann halt so weit gekommen, dass rechte Hooligans versucht haben, zu uns zu gelangen. Und somit mussten wir dann nach dem Spiel mit Bussen zurück in die Stadt gebracht werden, was normalerweise nur bei Gästefans der Fall ist. Und das ist halt echt eine bedrohliche Situation. Seitdem ist sie da, die Angst bei jedem Heimspiel. Doch der Verein sieht sich hier nicht in der Verantwortung. Es gibt 2 Dinge. Wir müssen einmal das, was draußen in der Welt passiert, was nicht alles mit Eintracht Braunschweig zu tun hat, unterscheiden von dem, was wir hier selber im Stadion bearbeiten. Wenn der Verein das Problem abstreitet, egal wie groß es ist oder wie klein, hilft es natürlich nicht nur den Leuten, die jetzt schon da sind und neonazistisch sind, sondern es bereitet vor allem mit den Boden, dass auch neue Leute dazukommen. Das Stadion als Rekrutierungsort für rechtsextremen Nachwuchs. Dagegen könnte sich die Deutsche Fußballliga klar positionieren. Nach monatelanger Diskussion über Gewalt im Fußball will sie jetzt einen Katalog von Maßnahmen beschließen zur Verbesserung der Sicherheit bei Fußballspielen. Das Konzeptpapier Sicheres Stadionerlebnis. Erstaunlich, die Gewalt durch Rechtsextreme kommt darin nicht ausdrücklich vor.
Mit uns reden will man bei der DFL darüber nicht. Dabei häufen sich seit Monaten die rechtsextremen Vorfälle in deutschen Stadien. In Dortmund zeigen rechte Fans ein Transparent, demonstrieren so Solidarität mit einer verbotenen Neonazi-Gruppe. Bei einem Testspiel des BVB skandieren Mitglieder der Borussenfront rechte Parolen. Und in Aachen werden seit Monaten immer wieder Fans attackiert von rechtsradikalen Mitgliedern der sogenannten Karlsbande. All das offenbar kein Grund für die DFL, das Problem anzugehen. Rassismus wird zwar erwähnt, wird aber einfach nur mit Gewalt und Pyrotechnik und anderen Auffälligkeiten in einen Topf geworfen. Und das wird dem Thema nicht gerecht, weil wir natürlich auch erklären müssen in so einem Sicherheitskonzept, wie stelle ich mich gegen Diskriminierung, wie stelle ich mich gegen Rechtsextremismus. Wenn wir sehen, dass Vereine sich die ganze Zeit hilflos verhalten, muss das eigentlich ausgeführt werden. Der Kampf gegen Rechts im Stadion. Es gibt offenbar kein klares Konzept. Dabei wäre es gar nicht so schwer. Bremen hat es vorgemacht. Das sieht heute so aus, dass durch den Zusammenschluss von